Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 29. September 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Steinbock und hat eine zunehmende Mondphase. Mond verbindet sich mit Stern Deneb. Deneb befindet sich im Sternbild Schwan und heute hat eine Verbindung zu unserem Mond. Ansonsten verbindet sich dieser Stern mit Altair und Vega. Dazu gibt eine schöne Liebesgeschichte von chinesischen und japanischen Mythologie. Es gab ein Hirtenjunge namens Altair und das ist dieser Stern von Sternbild Adler. Und im Himmel gab's ein Fee namens Vega von Sternbild Lyra. Dieser Vega verliebte sich an den Hirtenjunge und kam auf die Erde und die beiden waren auch glücklich. Und diese Fee wurde dann Weberin. Und das ist die Liebesgeschichte von Hirtenjunge und Weberin. Bis dann die Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, so nennen die Chinesen der Sonne und Mond, entdeckt haben, dass diese Fee auf dem Erde ist. Und die Himmelskaiserin sagte dann zu Himmelskaiser, wir müssen diese Fee wieder zurückholen ins Himmel. Und damit haben die beiden liebenden Paaren getrennt. Bis dann Deneb, die Hauptstern von Sternbild Schwan, eine Brücke gebaut hat zwischen den beiden Liebenden aus Schwanen. Und die beiden trennte auch der Fluss, was nichts anderes ist im Himmel als unsere Milchstraße. Und das ist die Geschichte dazu und das ist der Tag der Liebe, wenn die beiden Liebenden auf dieser Brücke wieder begegnen, im siebten Tag, im siebten Mondmonat. Aber heute wirkt auf unserem heutigen Tag Deneb, also der Hauptstern von Sternbild Schwan. Also wir haben auch die Möglichkeiten, Brücke zu bauen, mit jemand zu begegnen oder mit jemand versöhnen, weil dieser Stern beeinflusst unsere Mondenergie. Dazu auch noch, dass die Mond verbindet sich auch mit Venus und auch mit Mars, die beiden Liebenden in unserem Sonnensystem. Also von beiden Seiten spricht an die Thema Liebe Partnerschaft und es ist Unterstützung, es ist Harmonie. Also wir haben Glück in die Liebe, besonders die Steinbockgeborenen, die Jungfraugeborenen, die Stiergeborenen und die Skorpiongeborenen, aber auch die Fischengeborenen. Die Krebsgeborenen sollen das bewusst wahrnehmen und die Krebsgeborenen sollen aktiv sein, auf jemand zuzugehen, damit die Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen Steinbock. Wie ich schon sagte, die Steinbockgeborenen haben gerade Glück in die Liebe. Das ist diese Brücke da, die Begegnung. Das kann auch eine neue Begegnung sein. Die Steinbockgeborenen haben auch Mut und Kraft gerade. Die setzen etwas in Bewegung. Das kann auch Sport sein, aber auch Thema Auto. Die Steinbockgeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität und das bringen sie auch in Ordnung. Bei einigen Steinbockgeborenen kann auch ein Umzug bedeuten. Ein neuer Wohnort, eine neue Wohnsituation.
Die Tierkreis zeichnen Wassermann-Geborenen. Das ist wie eine Schwangerschaftsphase. Kann auch wortwörtlich eine Schwangerschaft eintreffen. Diese Energie haben gerade die Wassermann-Geborenen. Aber mit Schwangerschaft meine ich auch etwas vorbereiten, etwas planen, aber noch nicht handeln, sondern geduldig abwarten, bis die kommenden Tage dann mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung kommt bei die Wassermann-Geborenen. Die Tierkreis zeichnen Fischen geboren, brauchen Lebensfreude oder ein Hobby oder rausgehen. Also Brücke bauen, zu jemand auf anderen zuzugehen, Gespräche führen oder etwas unternehmen, weil da liegt das Glück bei den Fischengeborenen. Und alten, verletzten Gefühlen abschließen, damit die Fischengeborenen eine Ruhe einkehrt und auch etwas in Bewegung kommen kann, damit die Lebenssituation verbessern kann. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen verspüren heute Spannung, Nervosität. Es sind Hindernisse da. Die Wiedergeborenen stehen vor Veränderungen, aber heute ist nicht der richtige Augenblick zum Handeln, sondern geduldig sein und die kommenden Tage kommt erst die Bewegung und auch die Leichtigkeit. Und die Wiedergeborenen, trotz Umstände, sollen die Ruhe bewahren. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen ist auch eine Wandlung. Aber da verbessert sich etwas bei den Stiergeborenen. In allen Ebenen, auch beruflich, auch finanziell und auch in die Liebe. Die Stiergeborenen bringen etwas in Ordnung und diese Sicherheit, Stabilität auch und auch Glück, besonders in die Liebe, verspüren die Stiergeborenen. Es ist alles in Ordnung. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, sind Unsicherheit da. Unklarheiten, Nervosität, unangenehme Gespräche. Die Zwillingsgeborenen fühlen sich auch kraftlos. Sie befinden sich auch in einem Wandlungsprozess. Es ändert sich etwas in ihrem Leben. Die gute Nachricht ist, dass in den kommenden Tagen Leichtigkeit, Bewegung und Verbesserung kommt. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen sollen Liebe, Partnerschaft bewusst wahrnehmen, auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen oder Gefühlen auch annehmen. Und diese Ausgleich brauchen die Krebsgeborenen. Wichtiges Thema ist außer der Liebe auch der berufliche Erfolg und das ist ein Aufstieg gerade bei den Krebsgeborenen. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen kommt erst in die kommenden Tagen Klarheit. Nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch in beruflichen Situationen. Es wird bei den Löwengeborenen auch Erfolg sein, beruflich, vielleicht nicht heute, aber in die kommenden Tagen. Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen, ändert sich vieles und die Jungfraugeborenen bringen das auch in Ordnung. Sie haben Kraft und Mut, all das zu bewältigen und bei den Jungfraugeborenen ist auch ein Aufstieg. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen, sind Spannungen, Nervosität und Hindernisse. Und bei den Wagengeborenen ist wichtig gerade, dass sie ein selbstsicheres Auftreten haben und mutig sein und auch mal ihre Meinung sagen oder sich durchsetzen. Heute ist es nicht einfach, aber in den kommenden Tagen kommt ein bisschen Leichtigkeit. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen, haben Glück in die liebe Partnerschaft. Die können mit einer gute Nachricht rechnen und die Skorpiongeborenen haben Glück in Finanzen, haben Gewinnchancen.
Die Tierkreis zeichnen Schützen geboren, sollen ihre Ziele definieren. Sie brauchen gerade Klarheit. Sie brauchen gerade Orientierung. Auch wenn das alles noch unklar, unsicher anfühlt, trotzdem ist wichtig, dass sie das beschreiben können und damit sie selbst im Klaren sind, was sie erreichen wollen und nicht ablenken lassen und nicht aufgeben. Also zielbewusst sein. Momentan ist Unbeweglichkeit, in die kommenden Tagen kommt mehr Begeisterung und mehr Leichtigkeit. Die tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Das ändert sich ständig, weil jeden Tag, jede Stunde oder sogar jede Minute ist einzigartig. Unser Schicksal ist nicht im Sternen geschrieben, das liegt in unseren eigenen Händen, aber beeinflusst unserem Leben. Und jede einzelnen Tierkreiszeichen erlebt es auch anderes. Trotzdem ist noch zu allgemein beschrieben diese Tageshoroskope. Wenn jemand Interesse hat, dass ich das maßgeschnitten anfertige und beschreibe ich einen bestimmten Tag, was wichtig ist, weil da ein Termin da ist oder ein Zeitraum für eine Woche oder für einen Monat oder ein halbes Jahr oder ein Jahreshoroskop, das kann ich natürlich alles berechnen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.